heißt Sergei Lochthofen, ich bin Autor und heute ist eine Lesung in Hildburghausen im ehrwürdigen Rathaus. Ich lese aus meinem aktuellen Buch Grau, aber es geht vor allem um Geschichte, Geschichte der jüngsten Zeit, vor der Wende, die 50er, 60er und 70er Jahre in der DDR. Ist das ein weiteres Buch, sozusagen, was uns erklärt, wie furchtbar die DDR war? Im Grunde nicht, auch wenn der Titel natürlich etwas polemisch ist für den Bürger, der das erlebt hat. Für den, der aus dem Westen kommt, ist es eigentlich ja, nahezu naheliegend, dass es grau ist. Aber ich will deutlich machen, ich komme aus der Malerei eigentlich, dass Grau eine sehr komplizierte, spannende Farbe ist. Und so war das Leben auch in der DDR, also wenn man sich danach erinnert. Ich versuche etwas festzuhalten von Alltag, von Dingen, die möglicherweise in 20, 30 Jahren schon nicht mehr zu finden sind. Weil ich tief davon überzeugt bin, irgendwann kommt in 50 Jahren ein amerikanischer Professor und schreibt die einzig wahre Geschichte, wie es in der DDR war. Und da ist es gut, dass ein paar Bücher dann noch da liegen und sagen, vielleicht war es doch noch ein bisschen anders. Heute ist es eine gemeinsame Einladung von der Frau Messerschmidt von der Buchhandlung am Markt und von mir als Leiter der Stadt- und Kreisbibliothek. Wir haben heute einen Gast, der schon vor 2 Jahren mal hier war und sein damaliges Buch Schwarzes Eis vorgestellt hat. Das war damals schon ein faszinierender und interessanter Abend und ich habe heute hohe Erwartungen an den Herrn Lochthofen. Normalerweise kommt ja nicht jeder auf die Idee zu schreiben und zu sagen, mein Leben ist in irgendeiner Hinsicht wichtig oder unwichtig. Das mag jetzt bei großen Politikern der Fall sein oder Sportlern so, aber Journalisten sind da eher selten damit beschäftigt. Ich bin nun durch Zufall der Geschichte, mein Vater war Immigrant in den 30er Jahren, der nach Russland gegangen ist und in ein Lager gesessen hat. Ich bin in Vorkuta geboren, in dieser großen Lagerstadt vergleichbar im russischen Kontext mit Buchenwald. Da sind viele Menschen umgekommen. Ich bin in der Verbannung dort geboren und habe meine Kindheit teilweise dort verbracht und bin dann erst mit 5 Jahren in die DDR gekommen. Insofern blieb ich dann auch immer jemand, der mit russischer und mit deutscher Geschichte verbunden war. Und das macht vielleicht auch den Reiz, den besonderen Reiz dieses Buches aus, weil es nicht nur die eine Dimension hat, ich bin in der DDR groß geworden, sondern auch immer mitdenkt, was für die DDR so wichtig ist, was passiert in Russland und warum ist Russland so wichtig, die Sowjetunion damals. Mainstream würde ich das nicht einfach nennen. Es ist nun mal passiert und niemand hat Putin dazu gezwungen. Er hat ein Land annektiert, die Krim. Ich kenne die Krim, ich habe einen Teil meiner Kindheit dort verbracht und mir tut es sehr um die Krim leid, weil sie wird natürlich international geächtet bleiben. Da werden keine Flugzeuge hinfliegen, da wird es keine Investitionen geben. Wir sehen das ja in Nordzypern, da wo die Türken eingefallen sind. So ähnlich wird das sein. Das heißt, das hat nichts mit Mainstream zu tun. Ich glaube, da ist ein Fehler gemacht worden, den einzugestehen wird sehr schwer sein. Für uns ist es nach wie vor ein wichtiger Punkt, dass man mit Russland den Ausgleich sucht, was angesichts der Situation sehr schwer ist. Aber ich bin beispielsweise Mitglied des Petersburger Dialogs und bin nächste Woche in Moskau, gerade in solchen Fragen auch unterwegs wieder. Also man sucht den Kontakt, aber es ist sehr schwer, wenn auf der anderen Seite Menschen in eine Zeit zurückfallen, in ihrem politischen Denken, Zeiten, die sehr an Brezhnev erinnern. Naja, ich bin viel in Thüringen unterwegs gewesen mit dem Buch, inzwischen fast in jeder größeren Stadt. Es gibt ein großes Interesse an dieser Geschichte 25 Jahre später. Ich bin auch froh, dass wir das jetzt machen können. Ich glaube, in den 90er Jahren wäre so ein Buch in der Art nicht erschienen, weil es einfach damals alles schwarz-weiß war. Jetzt haben wir Zeit für die grauen Töne, insofern vielleicht die Spannung gerade an dieser Stelle. Ich würde fragen wollen, in den alten Busstaben. Wie wird da jetzt in den verschiedenen Generationen Ihre Literatur, also diese historische Geschichte Ihrer Familie,
angenommen? Die Bücher sind nicht übersetzt ins Russische. Die sind nur deutsch erschienen. Weil die Russen nicht mögen, geht vielleicht in Deutschland auch nicht unbedingt anders, dass irgendjemand anders aus einem anderen Land erzählt, wie die Geschichte war. Und das Interesse an dieser Zeit ist sehr gering und das Wissen auch sehr gering. 1995, gell? Genau, hat er ja angesagt. Seitenzahl weiß ich jetzt nicht genau. Drück mal raus. Jawohl. Bitte schön. Also warum nicht mehr Thüringer Allgemeine und Chefredakteur, das werde ich immer wieder bei den Lesungen gefragt. Vor allem in Thüringen interessiert es die Leute, weil man kennt mich ja auch aus dem Presseclub, ARD und aus verschiedenen politischen Runden, in denen ich ja immer noch unterwegs bin. Also jeder sieht ja, dass die Zeitungen eine schwere Zeit durchmachen und nicht alles ist aber von außen gekommen, sondern es ist auch viel durch eigenes Verschulden passiert. Und ich wollte mich einfach damals vor 5 Jahren nicht daran beteiligen, das Niveau der Zeitung so weit abzusenken, nur um vielleicht noch ein bisschen mehr Gewinn zu machen. Dieser Konflikt ist dann offen ausgetragen worden und ich habe daraus die Konsequenzen gezogen. Ich fühle mich zwar heute da bestätigt, aber als richtiger Zeitungsmann ist es mir natürlich auch traurig, dass die Zeitung, auch die größte Zeitung in Thüringen, so einen Niedergang erlebt.